Das weltweite Straßennetz. Unendliche Weiten. Das sind die Abenteuer des Captain Mike, der mit seinem 550 PS starken LKW unterwegs ist, um Terminfrachten dorthin zu bringen, wo nie ein LKW-Fahrer zuvor gewesen ist. Auf ihn ist Verlass. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Der Mikey begrüßt euch wieder und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell am Steuer des ATS sitze. Heute ist 6.5. der Freitag nach dem Feiertag, nach Christi Himmelfahrt. Ja, genau. Und dieses und wieder. Ich sitze auch deswegen hier am Steuer wieder, weil ich jetzt wieder 4 Stunden nachproduzieren muss. Aus dem Grund, da der liebe Danny und ich spontanermaßen den Multiplayer-Modus vom ETS2 getestet haben. Das ist ein Mod. Und da sind wir dann 4 Stunden ungefähr gefahren und jetzt muss ich das wieder nachproduzieren, damit ich wieder ungefähr den gleichen Folgenstand mit dem ATS und dem ETS2 habe. Ja, wo war man zuletzt? Wir haben ja letztes Mal immer die ganz großen Erkundungen gemacht. Wir sind eigentlich so fast durch, zu 77%, ne? Aber wo hängen wir jetzt eigentlich? Alle Städte haben abgegrast. Ich würde jetzt eher sagen, wir fahren mal zurück nach San Francisco, ne? Und zwar jetzt mal ein bisschen leerfahrttechnisch. Komm, machen wir mal. Machen wir so. Ja. Warum bin ich hier? Ich glaube, dann hat es geregnet. Ja, es regnet. Hallo. Ja, kann man hier jetzt... Ach genau, wir haben uns einen Hotdog geholt. So rum war das. Ja. Ich erinnere mich. Wir müssen aber erstmal jetzt auch pennen gehen irgendwie so. Gibt es hier irgendwo ein Bettchen? Ja, da. Okay. Dann fahr da mal hin, ne? So, den Stotterer wieder raus. Ah, ja. Ui, da war was. Haben wir noch nicht gemacht. Werden wir gleich mal nachholen. Weil ich habe jetzt beim ETS2 und beim Scania Truck Simulator... wo ist er denn jetzt hin? Den Blinker habe ich da auf links, auf der linken Maustaste, rechts auf der linken Maustaste. Und das, die Warnblinkanlage aufs Mausrad gelegt. Ja, warum will er nicht? Ah. Weil ich jetzt außer den Unfall gemacht habe, deswegen. Nein, Quatsch. Entschuldigung, keine Absicht, aber du hast recht, man sollte auch stehen bleiben, wenn man was ausprobiert. Ja, Mausrad hoch, genau. Sollte eigentlich nur die mittlere Maustaste werden. Entschuldigung, die 3% wollte ich jetzt nicht, mein Fehler. Wir haben grün, also Stopp ignorieren. Nein, was mache ich denn? Hä? Warum ist es gerade so hell geworden? Ja, dann fahren wir halt so rum. Lirum larum Löffelstiel, ne? Uiuiui. Ei. Mach mich Gewitter. Yeah! Was habe ich denn jetzt gerammt? Irgendwas habe ich gerammt. Sonst hätten wir jetzt nicht 4% Schaden. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich die Mauer mitgenommen. Entschuldigung, war keine Absicht. Komm, machen wir mal. Und lasst uns pennen. So. Haben wir Licht an? Nee, ne? So.
Eben mal die Scheibenwischer abschalten. Oh, ich muss mich auch noch dran gewöhnen. Ah, die Sonne. Ja, aber... da komme ich immer noch nicht drüber weg. Und wir sind schon bei Folge 51. Da gischtet es da hinten. Moment, ich wollte eigentlich nach... Ach, gucke mal, wird noch... Wir machen jetzt Folgendes. Fahren wir jetzt da lang. Dann fahren wir einmal im Kreis. Das Fragezeichen habe ich gar nicht gesehen. Und dann fahren wir nach... Ja, May, warum regnet es schon wieder? Und dann fahren wir einfach nach San Francisco zurück. Vielleicht sollten wir auch mal eben auf die Bremse bremsen. Er fährt wieder mit meinem... Wie ist er nochmal? Kippauflieger durch die Gegend. Ja, bleibst du stehen damit deinem offenen Verdeck, das jetzt zu ist? Ja, May. Fahren wir einmal hier rein, weil... Ach, das ist wieder... Ah, ich glaube, ich weiß, dass es werden wird. Nee, den Aufbau kennen wir noch gar nicht. Ey, man kann hier reinfahren. Geil. Ohne, dass eine unsichtbare Mauer dich davon abhält. Kommt man da einmal rum? Cool. Also irgendwie gibt es in der originalen Map hier in Kalifornien gibt es irgendwie weniger unsichtbare Mauern als in Nevada, fällt mir so auf. Cool. Den Auflieger nehmen wir jetzt nicht mit. Den könnten wir vielleicht, aber nehmen wir nicht. Hui. So, von da kommt keiner. Von da aus auch nicht. Und wir haben einen Berg. Was decken wir jetzt auf? Wieder Local Hire, Local Fire oder einen hiesigen LKW-Händler? Ja, Local Hire, Local Fire, alles klar. So, jetzt Local Hiren wir uns auch, und zwar Richtung San Francisco. Was? Ich dachte, wir haben ganz San Francisco schon abgegrast. Dann fahren wir zur Garage. Ich will eigentlich jetzt nicht 4 Stunden hier den ATS spielen. Ich bin gerade eigentlich auf Factario eingestellt, aber es kommt gleich noch, wenn wir hier durch sind. Die Nacht ist ja lang und da hier so oben warm ist und ich pennen kann. Die Polizei stürzt ab, auf jeden Fall. Hier ist keine Ampel, hier ist wirklich ein Stoppschild, okay. Die Sonne scheint, es regnet. Okay, da müssten wir jetzt doch eigentlich irgendwo einen Regenbogen sehen, ne? Theoretisch, wenn die Macher da dran gedacht haben. Das hat jetzt wirklich was von Rick'n'Roll. Und ich habe gerade meinen Erzfeind gesehen. Ja. Mein schlimmster Albtraum. Hey, wir sind mal im Krankenwagen. Wow. Und der jagt den Wohnmobilfahrer. Es ist echt interessant, die KI beim Fahren zuzusehen. Der KI beim Fahren. So rum, nicht die KI. Der KI beim Fahren zuzusehen. Ich weiß, dass wir zu schnell fahren. So, hat sehr gedrückt. Ach, die 101 kennen wir doch auch irgendwo her. Die sind wir auch schon öfters mal bei Rick'n'Roll lang gefahren. Allerdings natürlich im anderen Verlauf. Da wir uns hier in einem Paralleluniversum befinden und der Straßenverlauf
nicht richtig der... Hey, ist das die... Moment mal, die sind ja plötzlich so rot aus. Das ist die Golden Gate Bridge. Dann sind wir jetzt gerade am Starfleet, an der Starfleet Academy vorbeigefahren, ne? Ist die oder auf der anderen Seite? Ich weiß es jetzt nicht. Ich dachte, jetzt kommt ein Shuttle vorbeigeflogen. Nein, das sind zwei Doppeldecker. Ich habe jetzt echt gedacht, jetzt kommt ein Starfleet Shuttle vorbei. Ein Kreuzfahrtschiffchen. Ich muss mich mal umgucken. Das ist hier schon eher hier. Und das da in der Mitte könnte Alcatraz sein, ne? Ja, würde ich mal sagen. Das ist die Golden Gate Bridge und nicht das andere Ding, was wir immer hatten. Oh. Ich werde mal den Officer nicht anfahren, sonst... Ja, nee, ist klar. Jetzt siehst du jetzt, dass ich schneller gefahren bin. Spüre mein Zorn, spüre mein Blitz. Mein Blitz wird dich treffen. Und zwar beim Scheißen, wenn du nicht damit rechnest. Ui, kann man jetzt hier oder muss man hier mal? Die fahren hier alle so durch. Das war die Golden Gate Bridge. Wollte doch sagen, das Ding sieht doch eigentlich anders aus. Ich bin geblitzt worden. Juhu. Nein, das war die Radarfalle für Flugzeuge. Joi, ja. Was machen wir gleich? Erstmal in die Eisen gehen, ich weiß. Mal links rüberfahren, hoffen, dass uns dahinter mal nicht... Ja, wir fahren ja schon 30. Ist ja okay. Ah, da kannst du runter. Moment. Wo zum Geier sind wir dann dauernd hochgefahren, wenn das jetzt erst die Golden Gate Bridge ist? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. So, wenn wir dann zu Hause sind, dann gucken wir nach, dass wir jetzt gleich wieder einen Auftrag nehmen. Weil wir müssen unseren Kredit abbezahlen. Also der nächste Ausbau, wir müssen unsere Garage erstmal ausbauen. Das heißt dann für $180.000 und dann können wir erst... Wenn jetzt die Meldung kommt, hups, wir haben eine rote Ampel überfahren, dann gibt's Haue. So, und ihr seht schon, den Kenworth, den ihr hier neben uns seht, so sieht unser demnächst aus, wenn wir noch die Kabine hinten dran bauen. Aber das dauert noch, Leute. Das dauert noch, glaubt mir. Wir müssen erstmal den Kredit abbezahlen und, oh Gott. Und bis wir dann den Wagen weiter ausrüsten können... Möchte ich erst die Garage ausrüsten, um dann einen zweiten LKW kaufen zu können. Und dann können wir erstmal weiter über Aufrüstung des Trucks nachdenken. Moment. Ach, ich wollte eben... Nee, hier sind wir falsch. Ach, Harry, der Fensterputzer ist weg. Harry, der Fensterputzer. Moment, kann man hier... Ich will mal was ausprobieren, aber wetten... Danke für diese unsichtbaren Mauern.
Bei Hard Truck 18 Wheels of Steel wäre es nicht passiert. Machen wir es so, oder? Ich meine, unser Navi hat uns ja auch schon mal durchgeschickt. So, dann sind wir gleich wieder in der Garage und sagen, juppie, hey, hallo, wir sind wieder da, nachdem wir ganz Nevada erkundet haben. Gott, wie fahre ich denn hier gerade? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Hui. Oh, ich bin froh, wenn die Garage mal besser aussieht, irgendwann mal. So, ich wette mit dir. Ich wette mit dir. Nee, doch nicht erst gehalten. Traut es keinem Glück allein, ne? Oh, wir sind drin. Ich weiß gar nicht, warum die Tür da vorne aufgeht. Ah, okay. Zur Not kannst du auch in der Garage parken und pennen. Okay. Nochmal aussteigen. Also im Prinzip hätten wir... Ne, hier haben wir keinen, oder? Im Prinzip hätten wir einen zweiten Stellplatz frei hier, aber... Aber was mir gerade auffällt, guck mal, wie willst du auf der Hebebühne mit dem Truck kommen? Da kommst du überhaupt nicht hin. Ui, wie fahre ich denn gerade? Wie willst du denn da hinkommen? Das geht doch überhaupt nicht. So rum überhaupt nicht immer. Da muss er hier, haben wir hier... Ach, deswegen ist der Kran hier oben. Okay, dann heben wir den Truck einfach hier rüber. Aha, okay. Musst du mir doch sagen. Moment, zeig. Ja genau, das Ding, was wir hier unten sehen, diesen Wartungsgraben, das ist der, der mir in der Planer fehlt, in der Werkstattansicht. Er regnet immer noch. So, lass mal gucken. Ah, wo fahren wir hin? Wir sind jetzt hier, Frachtermarkt. Wir sind im Frachtermarkt. Sieht doch schon geil aus. Alle Städte abgegrast. Wunderbar. So, wir sind in San Francisco. Jetzt ist es shit egal, wo wir hinfahren. Jetzt fahren wir nach Reno und dann versuchen wir von Reno nach Oxnard zu fahren. Oder ich fahre nach Oxnard und dann von Oxnard nach Reno. Hahaha. Autoteile. Ich fahre lieber den, aber der sieht mir so mickrig aus, der Auflieger. Komm, nehmen wir den. Sonne geht unter. Und wir sind genau im Feierabendverkehr drin. Hello. Bin mal gespannt, wer gleich in uns drin ist. Okay, keiner. Das ist gut. Einmal auf Intervall. Das war auch interessant. Bei Rick'n'Roll hast du auch irgendwann mal Intervallscheibenwischer gehabt. Konntest du eine Scheibenwischautomatik kaufen. Wie nannte sich das Ding? Regensensor. Der ist immer angegangen, wenn es dann geregnet hat. Bin mal gespannt, ob man sich sowas auch hier kaufen kann. So Sensoren technischer Natur. Ich sage, mir fehlt hier wirklich, da wir hier schon den TFT-Monitor haben, fehlt mir richtig der... Die rückwärtige Kamera, die fehlt mir. Hier will ich noch eben drüber kommen. Ich weiß, wir fahren zu schnell. Das scheint ein Bahnhof zu sein. Da möchte ich auch mal fahren. Da möchte ich einsteigen, dann mit dem Zug fahren. Zug, Eisenbahn. Wer will nach Köln fahren? Nee.
So, genau da hinten die Brücke. Was ist das für eine Brücke? Ich habe keine Ahnung, was das hier? Central Station oder was? Ich kann jetzt nicht lesen. Hä? Moment mal. Da ist doch eine... Das ist doch eine moderne... Hä? Ist das nicht so... Ich dachte, hier fahren immer diese Cable Cars lang, oder wie die heißen. Die sieht fast aus wie eine Straßenbahn aus Essen. Hier aus dem Ruhrgebiet so. Auch nicht schlecht. Genau, diese Brücke da oben, wo wir mal öfters mal rüberfahren. Wenn wir nach Ochsenhardt fahren, zum Beispiel. Ja, der ist auch schon wieder rüber. Guck mal, der ist einfach rüber bei Rot und abgebogen. Wenn ich das mache, hey, sie sind bei Rot über die Ampel gefahren. Oh. Nein! Vorne ein Wohnmobil, hinten ein Wohnmobil. Hilfe! Ich krieg grad Paranoia. Ich weiß nicht wieso, aber ich krieg grad Was war das? Rote Schrift? Sag mal, wenn der hier 30 fährt hier neben uns, dann... Ja, ihr wisst schon, was ich dann gerne essen würde. Ach, ich habe das dumme Gefühl, ich weiß, wo wir hinkommen. Rechts rein? Ja, da waren wir auch schon oft. Das ist da, wo wir unsere erste Fracht begonnen haben. Unsere erste Fahrt. Ja. Unsere erste Fahrt. So. Ist es grün? Ach schon, nein. Wie viele Wohnmobile? Jetzt sehe ich schon drei davon. Ich glaube, im 10er-Pack gab es die billiger, wa? Na, da kamen die Kollegen vom Bastra wieder an. So, das ist doch hier wieder dieses Grundstück, wo Godzilla hier den Container hier zerlegt hat, ne? Jawohl! So, bin mal gespannt. Ich glaube, der rote Container war es, den wir nehmen sollten, ne? Küchsen wir mal. Ja, das ist er. Obwohl, wir könnten auch die nach Fresno, ne? Nee, wir brauchen wieder Geld, Leute. Wir brauchen wieder Geld. Deswegen nehmen wir auch jetzt mal die weiteren Touren wieder. Interessant, dass ich hier aus dem Fenster nicht unser Rückwärtsteil, also unsere Sattelkupplung so sehe. Unsere Hinterräder, die müsste es eigentlich sehen können. Eigentlich schon. Ist auch irgendwie so ein kleiner Bug im Spiel, der mir aufgefallen ist. Traktorstrahl aktiviert. So, dann können wir mal. Nein, und da fahre ich nicht wieder rum. Und dann durchs Gemüse. Die Schuhe haben wir dreimal abgezogen. Beim vierten Mal lass es. Das wird heute wieder eine regnerische Folge, sehe ich gerade. Das M zur goldenen Mitte. Keine Ahnung, ob die da auch den Frittenladen mit meinen. So, ab geht's. Na, jetzt, weil ich vergessen habe, ich wollte... wir fahren wieder über die komische Brücke, ich sehe schon. Jetzt, weil ich vergessen habe, ich wollte eigentlich die Spiegel einstellen, aber guck mal, wir können auch... Wir müssen jetzt nicht mal so gucken, wir können auch da alles wunderbar hinten sehen. Was hinter uns passiert, so an der Seite. Sehr schön, alles in einem Blickfeld.
Wahrscheinlich ist das hier für die Bushaltestellen, ne? Ja, das kann sein. Oder es sagt uns einfach nur, sie sind zu schnell. Dafür bin ich jetzt zu still. Was haben wir jetzt eigentlich geladen? Was immer es ist, es wird gleich ziemlich durchgeschüttelt werden. Hoffentlich haben wir keine Milch hinten im Gepäck, sonst haben wir gleich Sahne, wenn wir ankommen. Na dann. Wir fahren mal mittig. Warnblinker an. Warum ist der gerade so dunkel geworden gerade? Es ist so gewesen, als wenn der gerade einknickt. Aber wir haben keinen. Das Bett ist nicht blau. Wir haben gar kein Bett hier. Ja, also er ist nicht müde. Und ich möchte immer noch mittig bleiben. Sache Baudin hat der Trick gut funktioniert. Mittig Warnblinker und dann gib ihn. Wehe, ich sehe schon wieder ein Wohnmobil. Dann kriege ich aber die Krämpfe. Ja, dann kriege ich die Krise. Zumindest regnet es nicht durch die Brücke durch. Das finde ich schon mal schön. Aber ich lasse die